Genau, da gehen wir hin, die 800 Meter Jungs der Männlichen U20 stehen schon bereit. Der zweite Lauf mit auf der Bahn 1 für Portugal in Lane 1, representing Portugal, José Barbosa. Auf der Bahn 2, vom Erfurter LAC. Jemand, der das WM-Finale der U18 im letzten Jahr noch ganz knapp verpasst hat. Dann kam der Leistungssprung, das ist Max Körner. Auf der Bahn 2 außen haben wir noch für Norwegen einen weiteren Spezialisten, auch über 1500 und 3000 Meter, das ist Sondre Juben. Auf der Bahn 3 vom LC Cottbus, den 8. platzierten der U20, die M des vergangenen Jahres, Konstantin Schulz. Auf der Bahn 4 vom Erfurter LAC, einen der Favoriten mit 1,51,47 ist er angereist, das ist Leopold Stefanski. Auf der Bahn 5 für Estland in Lane 5, representing Estonia, Dennis Salkauskas. Und auf der Bahn 6 sehen wir noch zwei weitere junge Herren. Den einen für Dänemark in Lane 6, representing Denmark, einen Halbfinalisten der U18-Europameisterschaften aus dem Jahr 2016, William Devantier. Und ebenfalls für die LG Filder den 5. Platzierten der U18-DM des letzten Jahres, das ist Tobias Ferreira. Der zweite und letzte Lauf über 800 Meter der männlichen U20. Die Zeit, die es zu schlagen gilt, von Jo Schmies, 1:55,32. Litabere vom TSV Bayer Leverkusen hat hier zwei Höhen ausgelassen. Steigt jetzt hier wieder bei 5 Metern. Führt sich ein, sein erster Versuch über diese Höhe. Ja, da hat der Abstand noch nicht ganz gepasst, aber das sieht gut aus für die nächsten Versuche. Ja, gut aussehen tut auch das, was die 800 Meter Jungs da machen. Kommen jetzt zum ersten Mal zurück auf Start und Ziel, bekommen hier von der Haupttribüne die Unterstützung zum Ende der ersten Runde. Oh, die Jungs sind richtig flott unterwegs. Konstantin Schulz momentan vorneweg. Durchgangszeit hier 57,07. Marginal langsamer als eben im ersten Lauf. So, Konstantin Schulz, der macht das Tempo immer noch vorne. Die Lücke wird größer. Der Athlet vom LC Cottbus, der die M8 der U20, hat da jetzt schon ein paar Meter Vorsprung herauslaufen können. Kommt da noch mal jemand ran? Das ist die Frage. Vielleicht ja der erste Dennis Salkauskas. So, Mannheim, jetzt macht noch mal Lärm. Die letzten 100 Meter auf der 800 Meter Strecke der männlichen Jugend U20. Einfach nach vorne, Konstantin Schulz vom LC Cottbus. Konstantin Schulz, das lässt er sich nicht mehr nehmen. William Devantier jetzt auf der 2 für Dänemark. Konstantin Schulz in inoffiziell 1:51,36.